Willkommen zu Let's Play Minecraft. Jetzt spielt er wieder Minecraft. So, wo waren wir denn? Mittendrin. Boah, ich hab gerade nicht so ein Feeling fürs Aufnehmen, aber ich hab so Bock. Ich muss da erst wieder reinkommen. Ich hab das ja eine Zeit lang gar nicht gemacht und jetzt wieder. Ich denk mir mal so, jetzt hab ich Zeit, jetzt mach ich das mal eben. Mal eben. Hörst du es nicht mal eben? Das ist mal eben Steine aus dem Ofen nehmen, ist das. Das mache ich immer so gerne. Es gibt doch mal XP. Wir haben ja schon einen Zaubertisch. Wieso benutze ich den nicht? Weil er nicht hier ist. So, das spart Platz und ich will da sowieso keine Blumenvasen rausmachen. So, dann... Boah, hab schon ganz schön viel davon. Das brauche ich auch. Ne? Hier, für diese Wände. So, was hatte ich alles vor... Ich glaube, ich wollte nach und nach die Dorfbewohner hinbringen, ja. Ist auch eine gute Sache. Und hier muss wahrscheinlich irgendwo ein Fischer rumlaufen, ne? Weil hier ist ja ein Fass. Da ist noch nichts, also einer, der keinen Job hat, der hat auch noch keinen Job. Fischer habe ich noch nicht, ne? Ne, ist hier nirgendwo ein Fischer. Muss man den irgendwie da hinschieben jetzt? Ach, das macht er von selber, das müssen wir nicht machen. So, das ist ein Waffenschmied, sehr gut. Guck, kann man sich einfach die Sachen kaufen. Das ist schon super. Brauche ich davon irgendwas? Ich habe eigentlich eine ganz gute... Das ist voll nice, mit Glück. Hatte nicht irgendeine Reparatur? Muss ich mal gerade nachgucken. Unendlichkeit ist gut. Saisonschutz... Irgendeiner hatte doch, glaube ich, Reparatur. Ja, 14. Sonst noch irgendwas? Flamme. Und Glück auch. Meine Güte. Ja, ich brauche Geld. 14 hat das gekostet. Das muss ich nämlich auf die Spitzhacke machen. Das ist am wichtigsten. Boah, das ist aber teuer. Das ist der Normalpreis. Ach, was, bestimmt, weil das ein Alter ist. Ne, die Neuen, die wollen immer nur so 4 haben. Ach so, ja, da kann ich dann jetzt wieder verkaufen. Habe ich noch Tonklumpen? Nein, nur noch die 6 Stück hier. Ah, ich sollte hier auch mal ein bisschen Ordnung reinkriegen. Habe ich nicht vielleicht noch irgendwo Geld rumliegen? Da! So, kaufe ich mir das mal eben. Welcher war das denn jetzt? Der nicht. Der auch nicht, dann war es der. Hallo! Ach so, ich muss ein Buch haben. Kann... Ja, der verkauft auch welche, super. Kaufe ich einfach direkt 3? Ja, nee, das geht gar nicht. Kaufe ich 2. Ach, mit Behutsamkeit abbauen macht keinen Sinn, ne? Muss erst mit der Faust machen. So, Herr Kamerad. Dankeschön. Yes. Dann habe ich auch schon mal für die Elytrin einmal Reparatur. Nein, ich habe bestimmt auch noch was anderes, wo ich es gebrauchen kann. So, hatte ich hier irgendwo einen Amp... Ach, da ist doch der Fischer. Ja, stimmt, den hatten wir, glaube ich, schon. Ich blick da nicht mehr durch. Ich habe da jetzt nicht reingeguckt. Entschuldigen Sie bitte. So, einen Amboss habe ich hier nicht, ne? Also, wenn man jetzt eine andere Textur reinmacht, muss man sich ein bisschen erst dran gewöhnen. Also, ich habe mich da schon dran gewöhnt. Na? Also, 1, 2, 3. So, dann nochmal 4. Dann haben wir einen Amboss. Wunderbar. Tue ich den denn hin? Ist ein bisschen eng alles. Hier ist gut. So, und da muss auf jeden Fall Reparatur hin. Obwohl, ich kann Glück kaufen. Ich glaube, ich spare mir das erstmal. Ne? Weil wegen. Weil wegen XP. Weil wenn die XP mal alles in die Spitzhacke eingesaugt wird, ist es auch doof. Was habe ich denn für Ausrüstung? Ah, ich wollte die Rüstung komplett mit Reparatur machen. Tja, also man kann immer so viel machen, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Holz nehme ich immer nicht mit. Ich sollte mal irgendwie ein bisschen Ordnung schaffen. Eisen brauche ich eigentlich auch nicht, ich habe ja Werkzeug. Ich nehme sonst immer ein bisschen Roheisen mit für Werkzeugkreationen, wenn man unterwegs ist. Unendlichkeit habe ich auch, ne? Hm. Stärke 3. Habe ich noch was Besseres? Haha, da hat eine Katze miaut. Brauche ich ein Boot? Ich glaube nicht.
Also eine Höhlentour wäre eigentlich geil. Ich habe schon wieder Bock auf eine Höhlentour. Aber die Dorfbewohner, die müssen erstmal, ja. Ja, die Dorfbewohner müssen erst einmal. Die können alle oben wohnen, ne? Müssen die gar nicht alle ein Haus haben. Aber hier bräuchte ich noch Effizienz 3. Da komme ich doch bestimmt irgendwie dran. Ich guck mal eben in dem anderen Dorf. Da müsste eventuell noch was sein. Und ich habe überlegt, ich weiß, warum da unten Zombies waren. Es war ja eine Sanddecke darüber. Und da war da unten ja noch eine Luftgeschichte. Also war ja nicht alles unter Wasser. Dann sind die halt gespawnt. Und dadurch, dass ich das angegraben habe, ist es alles runtergefallen. Und dann waren die Zombies halt unter Wasser-Zombies. Der Kuchen sieht lecker aus. Wobei ich nicht weiß, wie Kürbiskuchen schmeckt. Das ist Kaffee Nummer 2 heute. Werde ich wieder hyperaktiv? Nein. Manchmal brauche ich 2 zum Wachwerden. Ist schon traurig. Ja, da ist es doch. Kaktustown. Das ist auch wichtig, dass man Kakteen anbaut für Farbstoff. Nicht. Ach, guck, und dann hatte ich da Sonnenblumen. Schön. Sehr hübsch. Und da hatte ich abgebaut und nicht wieder angebaut. Super. Habe ich hier vielleicht noch ein paar Bücher? Plünderung. Effizienz 2. Ich bräuchte 3. Vielleicht kann ich ja das herstellen. Nein, kann ich nicht. Ja, oder ich mache jetzt einfach irgendein Buch und gucke dann. Oh, Plünderung 3. Ich glaube, dafür spare ich. Dann wird wohl nichts aus der Effizienz. Tja. So, da waren Pferde, ne? Schön. Hier hatten wir Sattel und so. Und einen Hund. Was hatte ich in dem Haus? Bestimmt auch wieder Kuddelmuddel drin, ne? Oder immer noch. Gequarzt hatte ich. Aha. Cool, jetzt. Oh, wir haben ja schon einen Riesa-Schädel. Das ist gut. Das muss man mal im Hinterkopf behalten. So. Das sieht cool aus. Haben wir hier noch irgendwas? Hier war auch nichts. Oh, die ist völlig leer hier. Ich überlege, den Zaubertisch mitzunehmen. Nee, ich glaube, dann bereite ich da alles vor für Zaubertisch und so. Die Katzen machen wieder Quatsch hier. Ich weiß gar nicht, ob man das hört. Ich muss ja noch das Rauschen rausnehmen. Kann sein, dass es dann raus ist. Ich habe das früher immer gemacht mit Trinken zwischendurch, aber irgendwie ist das voll unverschämt. Ist unhöflich. Ich mag immer diese Perspektive von Weitem irgendwie. So drei Viertel. Ja, und jetzt suchen wir den Sinn des Lebens. Nun gut. Ich bewundere gerade die Textur. Ich finde, die Mohnblumen sehen auch sehr hübsch aus. So, hier wollte ich dann, glaube ich, alles voller Erde machen, dass man Platz hat. Ja, ich habe diese Folge sehr viel nachgedacht. Der ist doch noch gar nicht fertig, ne? Ach so, der ist das, okay. Ja. So, das mit der Effizienz wurde ja nichts, ne? Was haben die Unendlichkeit? Leider hat keine Effizienz. Oder ich habe gepennt. Also Material für Häuser habe ich. Und unten baue ich immer Kobbel. Okay, habe ich Kobbel? Jo. Ey, dann plane ich schon mal ein paar Häuser. Ich nehme alles, was ich an Kobbel hab. Und dann geht's ab. Und das baue ich ab, weil das nämlich voll im Weg ist. Ah, herrlich. Der neue Sound, der ist auch viel ruhiger. Das gefällt mir. Das macht nur so ein bisschen Plitsch. Bisschen klitschi-klatschi macht das nur, mehr nicht.
Ui, ho, da ist alles auf einmal, und so weiter. Ich gehe gern spazieren und so weiter. Da brauche ich 3 Stück. Super. Oh, ich habe 2 giftige Kartoffeln. So, das wird dann jetzt verdorren. Sind alle am Schlafen? Toll. Da sind aber nur 3. Der Rest eiert noch irgendwo draußen rum. Schön. Die erzählen sich noch gute Nachtgeschichten. Schlaf gut, Heinz. Du auch, Harry. Tolle gute Nachtgeschichten sind das. So, dann tue ich hier das ganze Gemüse rein. Jetzt habe ich die giftige Geschichte. Die braucht man nicht. Ah, wir haben mal Platz. So, guck, jetzt haben wir hier Platz. Also ich muss mich nicht an dieses Fackelgitter halten. Das kann ich auch wieder abbauen. Ich mache das anders mit dem Licht. Ich brauche Erde, um das jetzt zuzustopfen. Das ist voll unsinnig. Es ist halt doof, dass ich nur Effizienz 3 habe. Guck. Ach, das geht auch nicht. Ich dachte mal. Ah doch, guck. Ja. Guck, das untere geht instant. Ich mache das gern alles eben. Ich mache das eben mal eben. Das könnte reichen, um das hier zuzustopfen. Ich schätze das immer, ich zähle das nicht. Meistens. So. Das war dort sehr langsam, muss ich sagen. Ich überlege, ob ich überhaupt alles an Wasser wegmachen will. Also ich glaube, das hier will ich wegmachen. Ach, die armen Kerle, die brauchen ein vernünftiges Haus. Also jeder eins für sich. So themenbasiert. Eine Schmiede. Ein irgendwas anderes. Eine Bücherei, genau. Eine Bücherei. Aber wo will ich die hinbauen? Hier ist es cool. Hier treffen sie sich schon. Ach so, ich brauche noch eine Glocke. Wer verkauft die nochmal? Ich glaube, der Grobschmied. Ist hier irgendwo ein Grobschmied? Nee, den hatten wir nicht. Für einen Grobschmied braucht man einen Schleifstein. Bist du ein Grobschmied? Nee. Einen Schleifstein muss ich machen. Wie geht der denn nochmal? Muss man Steine mehrmals backen? Hatte ich das nicht gemacht? Oder nur ganz wenig? Hatte ich denn noch Kohle? Ja, ein bisschen. Ja, da muss ich, glaube ich. Ich mache einfach mal 8 Stück. Das ist ein Kohle. Oh, ich habe. Dann braucht man, glaube ich, Sticks und Holz. Habe ich das da? Da sind Sticks und Holz. Man könnte es eigentlich auch eine Armbrust craften. Braucht man Eisen für. Und Haken. Der ist immer am Arbeiten, aber ich kann dem leider nichts verkaufen. Ich muss farmen. So. Es geht, glaube ich, eine Armbrust, ne? Ach, nee, fehlt noch Faden. Da ist Faden, so. Ach nee, ich muss erstmal einen Haken machen. So. Und jetzt müsste auch eine Armbrust gehen. Jawohl. Ist ganz cool. Ich habe mal einmal den Monster. Ach nee, da ist der Pfeil weg. Ja, gut, den kann ich ja wieder einsammeln, aber kann ich ihn andermal demonstrieren. Erstmal schön im Inventar behalten und keinen Platz haben. So, jetzt machen wir. Ach so, es muss ja nochmal. Mach ich einen weiter. Das könnte man eigentlich auch mit Trichtern machen, aber dann kriegt man zwischendurch die XP nicht. Ich habe aber gar nichts gekriegt. Kann sein, dass es pro 8 Stück immer nur ein XP bringt. Ich weiß das nicht genau. Steine zweimal backen. Ich habe jetzt gar nichts gekriegt. Ah, ich glaube, da braucht man 3 Stück, oder? Nee, eine Steinsäge kann man das auch. Da brauchst du nur einen. Jawohl. So, das müsste jetzt eigentlich schon aufgeführt sein. Oder muss ich das erst entdecken, sozusagen? Oder fehlt noch irgendwas? Wo ist der Schla. Oh, cool. Was ist das? Ein Kartentisch. Was braucht man dafür? Ah. Entschmiedetisch.
Ach, für einen Grobschmied braucht man einen Schmiedetisch und keinen Schleifstein. Schleifstein ist für Waffenschmied. Ah, wo ist der Sch Schleifstein? Ja, wo ist er denn? Ich hoffe, ich habe nicht übersehen. Was ist das? Ein Kuchen. Nee. Cool. Also bisher habe ich ihn noch nicht gesehen. Hä? Ach so. Ja, dann mache ich einen Schmiedetisch. Das macht ja viel mehr Sinn. Ich wollte ja einen Grobschmied. Oh, da brauche ich... Oh, ein Holz fehlt. So, das kann ich aber auch aus dem Kopf. Das ist easy. Da machst du so und so. Und da ist ein Schmiedetisch. Und dann kriegen wir einen Grobschmied. Und wohin? Das ist alles auf dem Haufen hier immer. So. Wer möchte denn der Grobschmied sein? Wer spielt den Grobschmied? Der Nichtsnutz da hinten. Du kannst ruhig weggehen. Da hinten ist noch ein Arbeitsloser. Ach so, da brauche ich das Boot am besten. Dann schiebe ich den da hin. So, da ist es, das Birkenboot. So, werter Kollege, gehen Sie mal da rein. Dankeschön. Verfolgt er mich? Nein. Nun gut. Oh, komme ich jetzt da so durch? Ja. Ah, wie blöd. So, ich hoffe, der ist nah genug. Was macht ihr da? Ja! So einfach ist das. Super! Ja, besten Dank, ich brauche Kohle. So einfach hat man Grobschmied. Hervorragend. So, dann würde ich sagen... Ja, ich muss Kohle suchen. Ist ja nichts mehr. Alles schon verballert scheinbar. Ein Smaragd habe ich jetzt. Ich könnte Feldhacken kaufen. Oh, ich muss unbedingt Ordnung schaffen. Was ist so ein Durcheinander hier? Meine Güte. Und ich mache immer heiter weiter mit der Unordnung. Ja, ich brauche die Glocke, ne? Die treffen sich ja tagsüber. Die Dorfbewohner an der Glocke. Dafür müsste ich dann erst Kohle sammeln. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Ja, dann tue ich die Kobbels nochmal weg. Gehe erst Kohle sammeln. Und Kohle, die findet man in den Bergen. Sogar an der Oberfläche. Ja, dann mache ich das. Das Schwert fällt ja fast auseinander. Da haben wir noch einen Ersatz. Nee, das ist ja blöd. Kein Schwert mehr. Ei, konnte man welche kaufen, ne? Ich guck mal. So, wo ist der Waffenschmied? Das ist der Grobschmied. Panzermacher, irgendwo ist denn... Da! Der mit der Augenklappe. Hallo. Schärfe 3 oder Rückstoß? Das kann ich mir nicht leisten. Dankeschön. So, jetzt haben wir ein Ersatzschwert. Wunderbar. Ja, die Folge ist auch schon wieder rum. Also da haben wir ja einen schönen Berg, ne? Da kann man an der Oberfläche Kohle sammeln und in der Unterfläche, also im Untergrund, gibt's Kohle und hier ist schon mal eine Höhle. Aber ich glaube, ich gehe erstmal zum Berg, weil da kann man ja an der Oberfläche meistens die Kohle schon sehen. An der Oberfläche zu arbeiten, finde ich ja immer nice. An der Unterfläche auch. Unterfläche gibt's nicht. Das habe ich mir heute ausgedacht, das Wort. Ein schönes Wort. Ah, hier kann man Lachs farmen. Aber ich habe ja noch Kürbiskuchen. Schön den Lachs klatschen. Lachs klatschen, das geht ganz gut, wenn man zu so einem, von so einem Schmied, Waffenschmied oder so, ja, Waffenschmied ist es, eine Axt kauft, eine Steinaxt, um den weiterzuentwickeln, aber die nicht wegschmeißen will. Dann kann man zum Beispiel die Äxte einfach am Lachs weghauen. Oh, die Katzen, die drehen wieder am Rad. Die flitzen durch die Bude. Oh, da ist dann auch eine Wüste. Das wusste ich, glaube ich, nicht. Oder? Oh, habe ich Federfall? Oh, 4 sogar, wunderbar. Guck, und dann kann man hier ja so schön Kohle sammeln. Hier ist Kohle, da ist Kohle, da ist Kohle, da ist Kohle.
und so weiter. Ja, und diese Rollbacks sind irgendwie seit der neuen Version. Keine Ahnung, was das soll. Und mit Glück 3 haben wir ruckzuck einen Haufen Kohle. So, einen halben Slot haben wir schon fast. Das geht schnell. Bin froh, dass wir Glück und Reparatur haben. Da ist schon richtig viel geschafft. Und es ist beides käuflich. Vielleicht hätte ich ein Bett ne mitnehmen sollen. Sicherer für die Dorfbewohner, dass wenn man direkt schlafen geht im Dunkeln. Ja. Punkt. Und immer schön Kobbels sammeln. Die kann man nämlich backen und verkaufen. Man kann Andesit und Diorit auch manchmal verkaufen. Ich glaube, der kauft immer eins der drei Sachen von Granit, Diorit und Andesit. Pro Steinmetz. Guck jetzt schon über 64. Richtig nice. Dann machen wir Kohle zu Smaragden. Und gleichzeitig wird der Grobschmied weiterentwickelt. Und dann kaufen wir eine Glocke. Und die kosten immer so 32 Smaragde. Teure Dinger. Aber selber craften kann man die nicht. Finde ich auch ganz gut, dass man nicht mal alles selber craften kann. Weil eine Glocke ist was Kompliziertes. Das kann nur der Fachmann. Obwohl ein Schwert ja eigentlich auch kompliziert sein kann. So mehrmals gefaltetes Stahl, gefalteter Stahl oder so. Das heißt, das Eisen und der Stahl. Soweit ich weiß. Das heißt nicht das Stahl. Das macht keinen Sinn. Aber dabei geht es ja gar nicht um Sinn. Da geht es um auswendig lernen. Ist auch im Französischen. Da sind die Artikel komplett anders. Da heißt es, glaube ich, das Sonne oder so. Wenn man es übersetzt wörtlich. Zum Beispiel. Interessant, oder? Nein. Sie verwechseln interessant mit langweilig. Und jetzt ist die Pause aber wirklich. Die Pause. Die Folge meine ich. Lol, ich mache ja die Pause. So, guck mal, so viel. Alles zum Verkaufen. Pro Slot gibt er immer 4 Stück. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.